So, Moment. Gab es nicht auch irgendeine Taste, womit ich mich komplett umdrehen kann? Um 180 Grad? Ah ja. War schon richtig, im Auto zu sitzen. Okay, ich hab schon schnell das Auto umgebaut. Just as we planned then. I wonder what happens next. Agent York, you're really enjoying this, aren't you? I have to admit, I envy that. Oh, es fängt an zu regnen. Da kommt doch nichts. Nick is leaving the bar. Nichts Gutes bei raus. What about Diane? She isn't here tonight. Emily, check that with George. George, can you hear me? Nick's leaving the bar. What's happening with Diane? No movement. Tell me what to do here. Stay put, George. I'm thinking Nick will head to the gallery. Let's meet up there. 10-4. Copy that. Agent York, it's Nick. Sorry to keep you waiting. Let's go. Okay. Time to play with the big boys, Nick. Ja, genau das habe ich erwartet. Okay, es ist orange. Orange ist okay, oder? Total unauffällig. Zum Polizeiauto. So, blinken. Ach so, ich muss... okay. Jetzt rechts ab. Ah, ich glaube, da ist gerade der Abstand rot geworden. Ja, merkt man auch nicht, wenn man so ganz alleine nachts im Regen durch die Gegend fährt und da fährt so ein Polizeiauto hinter einem. Das ist ja mal... Ich bin ein Ninja! Haha! Seht mich nicht. Er könnte aber ruhig ein bisschen schneller fahren, ohne Witz. Wir fahren hier mit 20 Meilen. 20 Meilen, hallo? Ein Stückchen schneller geht's schon. So, 20 Yards ist so die magische Grenze. Oh Junge. Wo müssen wir hin? Zur Galerie? Ich hoffe, die ist nicht allzu weit weg. Boah. Wenn man sich wenigstens unterhalten könnte. Aber die Option wird hier gerade nicht angeboten. Ja, ohne Witz, das Spiel ist, also eben beim Autorennen hat man es ja auch schon gesehen, aber das ist auch so total trashig. Das ist, also, diese Komponenten, oh, kennt man ja alle. Irgendwie jemanden verfolgen oder gucken, dass man nicht zu nah rankommt, nicht zu weit wegkommt. Mir fällt mir gerade spontan Assassin's Creed ein. Aber, oh, achso, jetzt ist es blau geworden. Aber, also das ist ja nun hier wirklich albern. Das ist, vor allem, glaube ich, vor ihm fährt ein Auto und deswegen ist er so krass langsam. Wir fahren mit 20 Meilen pro Stunde hier entlang. Tja, Junge. Überhol doch mal. Will er nicht. Hat's nicht eilig, wa? Oh Mann, ohne Scheiß. Will auch keiner mit mir reden. Schon eh gedrückt, aber... So, fahr jetzt bitte rechts. Nein, er fährt links dem anderen Auto hinterher. Also blinken. Erst nach rechts gucken. Dann nach links gucken. Und dann... abbiegen. Ein Traum. So, Blinker wieder aus.
Habe ich wenigstens irgendwas zu tun hier während der Fahrt. Ey, ohne Witz, wenn das Auto da vorne nicht wäre, dann wäre der doppelt so schnell, glaube ich. Ah. Sie, oh nein. Guck dich mal bitte einer die Straße an. Das geht ja noch ewig. Ah, na gut. Aber wenigstens ist die Musik ein bisschen entspannter als diese Rockmusik, die immer läuft, wenn ich in mein Auto einsteige. Nervt mich schon so ein bisschen. Och, Kerl. Aber mir fällt gerade auf, die Beleuchtung stimmt irgendwie wieder. Keine Ahnung warum, aber es flackert im Moment einfach nicht. Also da hinten hat es jetzt gerade geflackert, aber weil es gewittert, das passt schon. Okay, dann kann man nur hoffen, dass das irgendwie ein temporäres Problem war. Weil ich mir halt schon ziemlich sicher bin, dass es an diesem DP-Fix lag, an diesem Update, sondern... Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Diesen Patch, dankeschön. Patch. Danke, Gehirn, dass du dich doch noch erinnert hast. Dass das so geflackert hat. Keine Ahnung, woran das lag. Also, gut, klar, an dem Patch, aber woran jetzt genau? Konnte ich aber auch nichts dran ändern. Man kann da so ein paar Grafikeinstellungen auch umstellen, aber nix hat irgendwie was gebracht. Hat keine Änderung gebracht. Nur halt, wenn ich den komplett gelöscht habe, den Patch, dann ging es plötzlich wieder. Aber dann geht es nur auf 720p und dann sieht es auch nochmal schlechter aus. Mag man gar nicht glauben, aber doch, das Spiel kann tatsächlich noch schlechter aussehen. Und das ist schon die Director's Cut Edition, das ist schon die aufgemöbelte Version. Im Original sah das Spiel noch schlechter aus, habe ich mir sagen lassen. Aber das kam zum Glück nur für die Xbox raus und, ja, ich schätze mal, die Leute, die Xbox spielen, sind das gewohnt. Dass das da mit der Grafik nicht so weit her ist. Weil es im Endeffekt ja nicht wichtig ist, aber... Ich weiß nicht, ich finde, es sollte schon nicht hässlich sein. Es muss nicht die über-mega-Crisis-Grafik haben, aber... Ja. Gibt ja auch noch was dazwischen. Zwischen über-mega-Grafik und grottenhässlich. Das ist, finde ich, genau das, was wir hier gerade sehen. Also es ist genau dazwischen. Ach, Kinder, ist ohne Witz. Das kann doch echt nicht wahr sein. Was soll ich denn? Ich den da vorne mal anschieben, oder was? Das Problem ist, ich würde den da vorne ja jetzt gerne wegschieben, aber... Ich habe Angst, dass ich dann zu nah komme und dass ich dann alles wieder von vorne machen darf. Vor allem fährt der Typ da vorne auch genau die gleiche Strecke wie wir. Das nervt mich am meisten. Warum ist er nicht mal irgendwo abgebogen? Ja, so zwischen 15 und 20 Meilen pro Stunde. Wie viel ist das eigentlich in km/h? Das habe ich nie... Ich habe so als Faustregel habe ich im Kopf, Meilen pro Stunde mal 1,5 ist ungefähr km/h. Es wären also etwa 30 km/h, mit denen wir hier langfahren. Auf einer Landstraße. Naja. Aber der Himmel ist hübsch gemacht, oder? Kann man auch nicht meckern. Gerade wenn es regnet und gewittert. Mit den Blitzen und so. Finde ich schon schön. Jetzt sag nicht, ich bin zu weit zurückgefallen. Mach keinen Scheiß.
Wow! Was zur Hölle? We'd all have halos by now if I was driving. I think someone's putting a curse on all the cars I drive recently. Agent York, Nick's getting away. Don't want the time to get serious. Hold on, you two, this might get bumpy. Okay, können wir jetzt vielleicht mal schnell fahren oder ist das so eine, genau so eine Verarschung? Nee, okay. Is Nick here? George? No, he hasn't showed up here. Scheiße. What about Diane? Any movement? No action here at all. Did something happen? Yes, a little. But George, something's different about you. Are you okay? Actually, I had a little drink while I was waiting. This is my first murder case, after all. I'm on edge, and I needed one. It was only a little, though. I'm still in control. Zack, Nick and Diane are probably both inside. Hey, aber müsste das denn der Sheriff nicht gesehen haben? George, you're sure you didn't see Nick? Positive. I haven't taken my eyes from the entrance all night. Not that I don't trust you, George. But I'm positive Nick is here. Is there another entrance? Not that I know of. Well, I'll go look for one. Help me out if you can, would you? Ja, was? Steht ihr da nur so rum, oder was? Macht mal was. Unglaublich. Okay. Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist denn hier los? George? No cars have shown up. I haven't seen Nick either. I know, George. This is not about that. Ja, es ist... Es geht um den Himmel, hallo? Die Hölle bricht gerade los. Aber das macht mich irgendwie unruhig, wenn ich in den Himmel gucke. Alter Schwede, okay. Nee, da ist ein unüberwindlicher 20 cm hoher Erdhügel. Emily, was sagst du? Well, if Nick was headed anywhere, it was here. Ja, so weit waren wir auch schon. Thomas? Maybe he took a different side road from the forest. The sheriff says he hasn't seen him. Gut, okay, hier geht's doch definitiv durch. Dann schauen wir uns doch hier mal um. So, hier können wir uns auch gleich mal schlafen legen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, Mission Knife, wo haben wir denn Steel Pipe? So. Da haben wir noch einen Eingang. Ja, hier sind jede Menge Eingänge. Da sind schon wieder diese roten... Alter, diese roten Ranken. Moment, Submachine Gun, raus damit und... Feuer frei. Oh, wo ist mein Fadenkreuz? Da ist es. Also du warst tot. Dankeschön. Oh, jetzt hat er plötzlich eilig gehabt. Alles klar. Fall um, Junge. Oh, da kommt noch mehr. Herrlich. Hör ich da was hinter mir? Irgendwas tropft hier. Oh Mann, da kommt schon wieder einer. Moment, ich guck mal, ob ich hier durch kann. Nee, ist abgeschlossen. Ja, aber was... Oh, was soll ich denn dann machen? Moment, ich schieße erstmal die hier noch ab. So,
jetzt kommst du dran. Nice shot. Yes. Alles klar, er hat was fallen lassen. Mach Platz, Junge. Was ist das? Unsichtbare Leichen. Überall. Da, jetzt Shotgun-Shells. Hab ich schon. Oh Gott, oh Gott. Ich muss weg. Die kommen immer wieder nach. Das bringt nichts. Was ist das denn hier? Eine Zwiebel? Alles klar. Weißt du Bescheid. Gut. Oder auch nicht. Ist hier vielleicht irgendwas? Kann man hier rein? Nee. Kann ich da bitte runter? Jetzt. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass die mir jetzt hier hinterherkommen. Gut, da geht's auf jeden Fall nicht rein. Alter Schwede, das macht mich total irre. Die Musik, der Himmel. Oh Junge. Ah, hier geht's weiter. Okay, Sekunde. Amazing, Bullseye. Amazing, Bullseye. Oh shit. Da kommt schon der nächste. Nice shot. Amazing. Great. Nice shot. Oh Junge. Ich lauf einfach mal dran vorbei. Moment nicht so recht weiß, wo das hier enden soll. Okay, ich glaube, ich hoffe, hier geht's weiter. Na komm. Und ab dafür. Na super. Eine Sammelkarte von Nick Cormack. Nicht, was ich wollte. Und ein neuer Gegner. Ah, Moment. Okay, den muss ich erst abschießen. Oh, 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 ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Nein, falsche Richtung. Und voran. Beweg dich. Alter. Oh shit, oh shit. Mach irgendwas, Junge. Bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Da bleibt er einfach stehen und holt in aller Ruhe sein neues Steelpipe raus. Ach Gott, okay, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Sekunde. So, du auch noch. Ach, da kommt schon der nächste. Ich werde bescheuert. Okay, jetzt so langsam wird's hektisch. So, und? Zack. Und durch. Boah, Leute. Ohne Witz. Das war gerade stressig. So, Moment. Hier kann ich eine Abkürzung bauen. Nee, kann ich nicht. Muss ich erst 20 Meter zurückgehen? Ach, komm. Och, Kerl. Wie kann man denn so schlecht zielen? So. Okay, ich lade gerade nochmal meine Waffen durch. Nein, das brauche ich nicht nachladen. Und hier geht's rein. Puh, das war anstrengend. Das sieht aber nicht... Oh, ich wollte gerade sagen, das sieht nicht so aus wie ein Eingang zum Haus, aber... Ein Eingang zum Keller im Werkzeugschuppen. Auch sehr praktisch. Oh Mann. Ich dachte gerade, jetzt steht da so ein Wesen hinter mir. Emily, I want you guys to wait out here, I know. Yep. I'm not gonna fight you about this anymore. Das ist gut. But promise me this. If there's trouble, then you'll call us in, okay? Okay.
Können you wir machen. You may not think so, but we're a team. A team? That's what I think, at least. And I'm interested in you and Zach. I don't want anything to happen to you before I hear more about you two. Hmm.